Das kriegst du wieder. Hat er dich gerammt? Nee, er ist an mir vorbeigeschlittert. Hat den Bugspriet verloren. Machen meine Karonaden ganz gute Löcher bei ihm im Rumpf. Der liegt schon richtig tief im Wasser. Brüllmücken. Brüllmücken. Müllbrücken. Eingehüllt in Pulverdampf. Er hat aber leider noch ein ganz anderes Problem. Dasselbe, was ich theoretisch auch habe, da ich auch ein offenes Schiff bin. Ich schieße nicht mehr mit Kanonenkugeln, sondern mit Schrot. Grape ist ganz böse. Grape ist ganz böse. Oh Mann, ich komme nicht auf den Desktop rauf. Ah. Zu viele Leute drauf. Muss ich warten. Mach ich heute Abend. Also noch später Abend. Das waren mal 48 Leute an Bord. Bei ihm? Ja. Schießt mit Schrapnell oder was? Ja. Von seinen 48 sind noch 31 am Leben. Einer Salve? Nein, einer Salve, ja. Das ist der Entfernung. Die haben mich fast gekuschelt. Aber die Dings sind trotzdem besser. Die 600. Wieso bist du untergegangen? Nein, nein. So schnell sink ich nicht. Hallo, Mannschaft. Ich finde eine bessere Flugeigenschaften als das Ding hier.
jetzt versuchen würde, ihn zu entern, würde ich gewinnen. Was brauchen wir noch? Das Preparing dauert schon lang. Ach genau, diese Schuhe brauche ich dann noch. Die muss ich dann auseinandernehmen für den Effekt. Das ist auch ein Gabel. Nee, so viel. Verdammt, ich hab die nicht kennen. Ah, die Explosion, wie heißen die? Granaten. Bemerkt, was ich machen will. Hm? Was denn? Er hat gemerkt, dass ich entern will. Dreht er ab. Versucht zu verpissen. Sich zu verpissen, ja. Wahrscheinlich hat er das Gejohle von deiner Crew gehört, als du auf Entern gedrückt hast. Weil das hörst du ja. Ja, das. Ei, der hat da überhaupt 13 Mann an Bord. Klar, machen zum Ende an. Ja, du brauchst 100 Sekunden zum Vorbereiten. Ja, und Flugzeugträger verändern sich auch noch durch den Patch. Schon wieder? Ja, Flugzeugtypen werden geändert. Ja. Ja. Ja, die versuchen doch immer wieder Flugzeugträger zu verbessern. Die zu balancieren. Manchmal der jetzt wurden sie jetzt zu schwach. Dann werden sie wahrscheinlich irgendwas an den Flugzeugen machen. Ich kehre in die Stadt zurück.
Also ich kann die Karonaden nicht empfehlen. Wenn du wirklich dicht dran bist, machen sie viel Schaden. Aber je weiter entfernt bist, desto weniger Schaden machen sie. Na, wenn der Gegner abhaut, ist es halt gut. Du kannst Karonaden werden halt gut gegen als kleines Schiff gegen große Schiffe. Nein. Meinst du? Du musst so dicht dran. Das ist nicht mehr gesund. Da unten, ne? Ja, die Treppe runter. Eine Angriffsflotte gegen Großbritannien aufgestellt. In meinem Glück kommt der Lebensrechtsstein natürlich als letztes Spiel. Jetzt, wo das gesagt hast.